Nummer 30 hat aufgegeben. Ja, hier seht ihr Motorblog Nummer 30. Das war von dem lieben Tobi. Tobi ist ein passionierter Rennstreckenfahrer auf der Nordschleife. Ja, genau. Touristenfahrten. Und Alex betreut das Auto zu 99,9%, würde ich sagen. Abstimmung, alles gemacht. Allerdings war dieses Wochenende Feierabend. Genau, und zwar schon nach einer Runde Nordschleife. Okay. Warum das Ganze? Der Tobi hatte das letzte halbe Jahr das Auto umgebaut, Fahrwerk und so weiter gemacht und unter anderem seinen Ölkühler umgesetzt. Oh. Ja, jetzt ist er die erste Runde gefahren. Wir haben einen Tag vorher sogar noch abgestimmt. Ja. Was hat er denn Leistung? 460 PS knapp, 530 Newtonmeter. Okay. Lief eigentlich so wunderbar, war alles unauffällig. Ja, aber eine Runde später hat sich gezeigt, das Ganze hat doch nicht so funktioniert. Warum das nicht funktioniert haben, das gucken wir jetzt mal, wenn wir ihn zerlegt haben. Mhm. Du sagtest aber, der Motor ist nicht eine Runde alt, sondern der ist schon... Der hat circa 400 Runden Nordschleife gesehen. Okay, 400 Runden Nordschleife. Ja. Ja. Nehmen wir den Kollegen mal auseinander. Ich habe jetzt schon mal hier so auf das Hohnbild geguckt. Ja, man sieht, Hohnbild ist eigentlich gut vorhanden. Hier unten, unterhalb haben wir so ganz feine Riefen. Ich denke, das liegt vom Kippen des Kolbens und Kaltlauf und so weiter. Aber sonst sieht das gut aus. Hier sind Omega-Kolben reingekommen. War das ein Stroker? Nein, das war kein Stroker. Kein Stroker. Also original Hub. Wir nehmen den jetzt mal auseinander und schauen uns dann mal ein bisschen genauer an, wie die Lager und so weiter aussehen. Vielleicht kann man in die Richtung was deuten, ob er geklopft hat. Aber natürlich, wenn er, wie viel Grad Öltemperatur? Ja, das ist nämlich genau das. Wir werden es euch gleich zeigen, aber das Ding hat wahrscheinlich nicht geklopft, aber wir gucken uns das gleich mal an. Der Tobi hatte, heiß wie er war, zum Ende der Saison endlich wieder fahren zu können, nicht auf die Öltemperatur geachtet und er hatte so vom Konstrukt her, wir haben hier den Ölkühler, dann hat er einen Trichter gebaut auf ein 70mm Rohr und dieses 70mm Rohr einfach seitlich vorne an die Schürze gemacht. Okay. Heißt, die Luft geht eher dran vorbei als durch und Resultat war, während dieser einen Runde ist das Auto, ich glaube, zweimal auf über 150 Grad Öltemperatur gegangen. Das ist nur das, was er gesehen hatte. Ja, ja. Und immer wenn es auf 150 Grad gegangen ist, bei hohen Drehzahlen, ging auch die Öldruckleuchte an. Ja. Kannst du dir vorstellen, was Sache ist? Heißt, Temperaturmanagement war nicht im Griff. Hat er leider nicht gesehen, weißt du, wie es ist, bist aufgeregt, willst fahren, ganz an neues Setup und so weiter. Hat er halt leider nicht drauf geachtet. Passiert. So, machen wir jetzt mal die Kolbenbolzen raus. Kolbenbolzen Nummer 1, wo man sieht auch schon ganz schön angelaufen. Das ist der zweite Zylinder, hier ist der Lagerschaden. Das heißt, jetzt Blockschrauben lösen. Blockschrauben lösen heißt hier, schau mal hier, hier sind überall kleine, also überall Schrauben durch. Die Schrauben haben auch nochmal darunter sogar Lichtringe, damit zwischen Kühlwasser und Öl da keine Verbindung herrscht. Denn hier ist ja alles voll mit Kühlwasser voll und im Kurbelwellengehäuse ist Öl. So, wo haben wir die Blöcke in der Nuss? Kurbelwellengehäuseentlüftung sah gut aus, da war eigentlich so gut wie kein Öl drin. Ich glaube 2-3 Milliliter oder so in der Blockentlüftung, also da war nichts. Ja. Wenn ihr hier mal guckt, Brennräume von der Verbrennung sehen sehr gut aus. Jetzt sind alle rehbraun. Viele sind nicht zu heiß geworden, auch die Auslassventile nicht. Und das Brennbild sieht auf allen vielen eigentlich ziemlich identisch aus. Das ist schon mal sehr gut. Das einzige Problem, was wir hier haben, aber Tobi hatte mir gesagt, ich hatte ihn schon gefragt, er hat die schon mit Rissen eingebaut, die sind ein bisschen zu groß. Die sind halt deutlich zu groß. Hier kann man sehen, der setzt sich sogar schon. Der klappt schon nach oben hier, der Spalt. Wir müssen das mal sauber machen, aber wahrscheinlich müssen die Köpfe neu. Das große Problem ist ja, wenn der Spalt immer größer und tiefer wird, geht der Riss durch bis zur Zündkerze und dann verlierst du Kompression. Ja. Die ganze Welt schickt mich immer an und fragt mich, wie viele Newtonmeter diese Schrauben bekommen. Es sind 48. Okay. Das Problem ist, dass wenn man das verkantet, dann... Step by step. Das ist das Ding. Ja, relativ Standard-Setup. Hier nitrierte Kurbelwelle mit Manley Rods und mal, Omega-Kolben. Ne? Genau. Hier, man sieht schon, siehst du die angelaufene Geschichte da unten. Nicht gut. So.
Ja, hier ist ein bisschen Rainbow Party. Der Zylinder 2 hat abbekommen. Die 1, 3 und 4 fühlen sich eigentlich ganz noch gut an. Woran es ist, glaube ich, am Ende, an welchem Zylinder es passiert, glaube ich, das hat auch was mit Dynamik und... Also oft geht 3 kaputt, der hier. Ich habe aber auch ganz oft 2 oder 1. Also 3 geht wirklich öfter kaputt, muss man, glaube ich, von der Gesamtzahl sagen, weil der Turbolader hinten an 3 hängt und diese ganze Temperatur da so extrem reinbringt und der am schlechtesten gekühlt ist, aber das ist hier 2 kaputt. Lass uns mal den Zylinder 2 angucken, der ist da. Prüfen wir erstmal, ob irgendwie ein Kolbensteg einen weg hat oder sowas. Das kann auch oft der Grund sein dann für einen Lagerschaden, weil der Zylinder Öl verbrennt und dadurch dann anfängt zu klingeln, mehr innere Reibung hat und dadurch gehen auch öfter mal Lagerschalen kaputt, aber hier auf den ersten Blick sieht das gut aus. Ja, der Kolben war beschichtet worden mit einer PFDE-Beschichtung. Die hat jetzt natürlich ein bisschen Mitleidenschaft gezogen. Wir schauen mal, wie ein anderer Kolben aussieht. Warte, ich sortiere das mal. Das war 2, defekt. Ähnlich. Aber nicht ganz so schlimm. Aber ein bisschen besser. 1 hier. Ja, auf jeden Fall, die Temperatur hat auf jeden Fall ordentlich Mangelschmierung hereingebracht. Ja. Sieht sogar noch am besten aus, der Dreier. Auflager sehen gut aus. Guck dir das mal an. Ja, das spricht dafür, dass auf jeden Fall keine großen Partikel permanent im Öl waren. Denn oft hat man es dann da, genau wo das Öl in das Hauptlager schießt, dass dann da so Riefen, so Striche drin sind. Aber das ist hier gar nicht der Fall. Ja, Tobi hatte direkt, als das Klackern gehört hat, ausgemacht. Ist dann voll schön da. Ja. Hoffentlich noch rechtzeitig. Ölwanne sah böse aus. Ja, können wir mal ein Foto einblenden? Ja, habe ich gesehen, das sieht echt hart aus. Was machen wir gerade Hände sauber und dann tun wir nochmal gerade die Pleuel raushauen. Rundschliff, der ist eigentlich noch relativ gut, aber ich würde den dann einmal leicht durchbohren. So, komm, wir fangen mit dem guten an. So, man sieht hier jetzt ganz gut, der Schaden ist nicht punktuell wie bei einer typischen klopfenden Verbrennung, sondern ist insgesamt die ganze Lagerschale hier hat hier extrem Abrieb. Und hier natürlich auf der Druckseite natürlich noch mehr. Klassisches Schadensbild für Öldruckmangel. Öldruckmangel, weil durch die hohe Temperatur wird die Viskosität immer geringer und dann kriegt die Pumpe dann nicht mehr geregelt. Ne? Sollen wir mal. Komm, wir machen mal gerade schnell alle ab. Das können wir dann spulen. Gut, dass es jetzt noch scharf ist. So, die Lagerschale kann man nochmal verwenden. Oh, diese Hauptdünn. Fest. Ach, kann ich jetzt auch. Von der anderen Seite, sonst breche ich sie kaputt. Geht auch mir noch. Geht. Ah, super. Das ist aber wirklich ein Schmuckstück. Wie neu. Ja, hier ist jetzt das Desaster. Kurbelwelle hat ziemlich einen abbekommen. Lohnt sich bei den Subarus auch, das ist eine originale Nitrierte aus diesen Spec-C japanischen Modellen. Lohnt sich eigentlich nicht, die irgendwie aufzubereiten, neu zu wuchten und so. Die kostet, glaube ich, neu knapp 400 Euro oder 500 Euro. Hin, leider neu. Pleuel. Das, was die Pleuel hinter sich haben, besonders das hier, würde ich neu machen, oder? Ja, können, also bei den drei kann man theoretisch mal gucken, wie es vom Spiel ist, aber die haben schon ordentlich Hitze abbekommen. Und man sieht auch, wenn man hier mal hinguckt, die Lagerschalen sind schon raus, die sind hier schon ordentlich angelaufen und gegebenenfalls partiell eingelaufen. Heißt, wenn man die jetzt neu... Hund und so weiter ist aufwendiger wie gerade einmal neu machen.
Ja, vor allem, das sind ja keine High-End, also das sind schon gute, das sind schon ziemlich gute Pleuel, aber das sind keine 1.500 Euro Pleuel, genau. Wo ich sage, wir können natürlich die Grundbohrung prüfen, wir können auch hier mal schauen, ob die Winkligkeit stimmt, aber wenn da was dran ist, dann lohnt sich das eigentlich nicht daran, wirklich Arbeit reinzustecken. Genau. Aber die Kolben, das sind ziemlich gute Kolben. Die Omega-Kolben finde ich ziemlich gut. Da müssen wir, wie gesagt, mal mit dem Jürgen Runge reden, ob der uns die nochmal beschichten kann auf ein Zehntel mehr. Denn das Gute ist, dass der Zylinder ziemlich gut aussieht. Ja. Komm, wir werfen nochmal einen Blick jetzt auf die Zylinder. Hauptlager ist klar, wenn der gerade noch so steht. Die Hauptlager sehen gut aus. Wir prüfen trotzdem die Hauptlagergasse, denn das ist oftmals ein Problemchen bei den Subaru-Motoren. Besonders dann, wenn die viel Hitze abbekommen haben. Richtig, dass die quasi eine Banane wird und sich verzieht. Zylinder sehen wirklich auf allen im Vergleich zu den Kolben sehr gut aus. Und weißt du, warum das so ist? Weil die Beschichtung, die hatten ihren Job relativ gut getan. Verstehst du, nicht Zylinder ist verschlissen, sondern Beschichtung ist verschlissen. Ja, so das vergessen viele. Die sehen die Beschichtung, sagen, nee, jetzt Müll, die hat nicht gehalten, aber die hat ihren Job gut gemacht. Joa, was machen wir da? Ja, also ich würde sagen, den nur mal kurz ein bisschen nachholen, maximal, je nachdem, wie er ist. Wir können mal gerade messen. Also der 0 ist 92 und der ist hier 92,7, in der Mitte 92,7, unten 92,7. Träumchen. Mal gerade hier mal so schauen, ob der rund ist. Ja, sehr gut. Anderer Zylinder, das sind ja auch die nicht so extrem aussahen. Ne? Schauen wir mal den Pflegefall an. Der Pflegefall war der hier. Ne, war doch der hier, Zylinder 2. Ah ja, stimmt. Ja, nö. Der Gefall sieht top aus. So, diesen auch. Hier, der geht unten ein bisschen auf. Sieht man das auch? Nö, man sieht da nicht viel. Der geht unten um 400stel auf. 500stel fast. Aber wenn wir den Kolben auf ein Maß für 92,35 beschichten, sollte das nochmal gut funktionieren. Ja, zumal er fährt ja sowieso nur Track Days und nur Nordschleife, heißt, die Kolben dehnen sich eh immer relativ stark aus, ja. Sodass wir da kein Verschleißproblem haben. Weil das Problem ist ja, wenn die zu viel Spiel haben, kalt und wenn die Kolben nicht richtig ausgedehnt sind und das ist nicht temperaturabhängig, also nicht öltemperaturabhängig, sondern abgastemperaturabhängig, dann klappern die und dadurch verschleißen Zylinder. Wenn die jetzt beschichtet sind, wirkt das natürlich entgegen, das ist, was man hier ganz schön sehen kann. Die haben ja auch, das sind ja die 2618er Legierung, genau. Die haben knapp 900stel Laufspiel. Genau, und wenn der eh immer nur Knallgas geht, einmal warmlaufen, Knallgas, dann haben die so wirklich keinen Verschleiß, auch wenn jetzt ein Zehntel mehr, ein Hundertstel mehr hat. Mich rufen relativ viele Kunden an, die sagen, die haben, wenn die den Motor einfahren, irgendwie so Klackergeräusche manchmal. Und dann sage ich, ja, du bist ja am Einfahren, du hast nie Abgastemperatur. Das bedeutet, der Kolben wird nicht, wie wird der, 400-500 Grad, wenn es hochkommt? Ja, wenn überhaupt. Also im Stand hat ein Auto so 250-300 Grad Abgastemperatur, je nachdem, ob die originalen Cuts noch drin sind und so weiter. Ja. So, und unter Last, beziehungsweise auch bei hoher Teillast, wenn ich bei 4000 Drehungen rumfahre, dann bin ich bei 850-900 Grad. Genau. Und dann sind die natürlich ganz anders ausgedehnt. Deswegen, auch wenn du jetzt einen neuen Motor hast, mich rufen die dann an, hier einfach mit, da klappert was am Motor. Ja, ja. Was machen die? Lassen den einfach warm laufen, ohne damit zu fahren. Was eher Gifter ist für einen neuen Motor, genau. Als einfach direkt loszufahren. Der Verschleiß ist dann deutlich höher. So, was man hier ganz gut sieht, ne, sind wirklich vollflächig, auch die ganzen Lagerschalen, überall thermisch überlastet und beziehungsweise ist der Schmierfilm abgerissen. Ist nicht nur. Aber guck mal, hier sieht echt gut aus. Ja, 4 geht echt. Damit. Ich glaube, dass die Temperatur erst von vorne nach hinten gewandert ist. Guck mal, das sieht fast aus wie so ein Klopfschaden, aber das ist auch hier komplett heiß gelaufen und mit Mangelschmierung. Deswegen, da verliert er halt am ehesten den Druck, weil Pleuel drückt nach unten, dann drückt er hier natürlich drauf. Wenn du zu wenig Öldruck hast, dann kommt es halt zum Kontakt. Mhm. Aber die sind hier komplett vollflächig, sind die abgerieben, die Lagerschalen. Bei 150 Grad Öltemperatur. Wir haben zwar Tims Motor gesehen, bei 100 Grad Öl hatten wir was weiß ich 5 Bar Öldruck und bei 120 Grad Öl waren es schon nur auf 4 Bar. Ja. So, und jetzt machen wir 150, 160 Bar. Der hatte kein Data-Lock oder so, ne? Nein, hat er nicht. Okay, schade. Er hat nur gesehen auf der Anzeige 150 Grad Öl und dann ging auch schon die Öldruck-Kontrollleuchte an. Mhm. Hat dann runterkühlen lassen, dann war wieder gut und der Experte hat dann nochmal Gas gegeben, ging wieder auf 150 und dann war vorbei. Aber der Tobi gibt auch Hartgas, oder? Ja. Sollen wir da mal kurz ein Video von einblenden? Ja, wir blenden mal was ein. Hier, das ist mal Tobi in Action. Thank you.
Ja, ihr habt gesehen, Tobi ist ganz schön flott auf der Nordschleife. Was fährt er für eine Zeit? Touristen? Letztes Jahr war, glaube ich, 37 oder so. Ja. Noch mit um die 400 PS, wie er vorher gefahren ist. Jetzt hat er gestern in dieser einen Runde auch schon einen 911 GT3 problemlos erinnern können und ist dran geblieben am Taxi. Also da wird noch einiges kommen. Wir müssen jetzt erstmal wegen Öldruckproblemen und so weiter da erstmal schauen, wegen Temperaturproblemen. Tobi hat Setup selber gebaut, hat halt jetzt leider noch nicht funktioniert. Das kann halt passieren. Gucken. Machen wir. So, Mädels, danke fürs Zuschauen. Für den Part von der kompletten Story, wie das Auto zu dir kam und wie das Telefon ist, schaut mal beim Alex auf dem Kanal. TrackToys.de wird jetzt, warte, ich muss nachdenken, da verlinkt. Also, danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss.